Willkommen zurück zu Let's Play der Herding Online. Weiter geht es. Wir nach wie vor in unserem Land. Sage ich schon seit ein paar Folgen, aber ja, so lange sind wir auch noch nicht hier und dafür sind wir schon ziemlich weit. Wir sind fast in die Mitte. Schauen wir den Quests. Da oben jetzt noch, hier unten noch Quests. Theoretisch offen. In der Mitte, da ist noch eine Ruine, genau. Ich weiß nicht mehr ganz so, wie da die Questverreihung war, aber komm gut voran. So ist es ja nicht. Von daher, ja. Also, was man noch sagen kann, das habe ich auch gar nicht gesagt, seit wir in anderen Landen sind. Die anderen Lande brauchen kein Questpaket. Die sind mit im Free-to-Play enthalten. Also, es gibt da vier Free-to-Play-Gebiete so gesehen. Die Ergeluin, die Sauerland, die Preland und die anderen Lande. Das sind quasi vier Gebiete, drei Startgebiete plus hier das Gebiet. Und die Story noch weitergeht, die sind kostenlos. Die können auch alle Free-to-Play-Spieler benutzen. Nur ab den Nordhöhen und den Trollhöhen. Und die Everdim, die drei sind ja dann die nachfolgenden. Die, dafür brauchen wir Questpakete. Aufgabenpakete, genau. Immer so zur Zwischeninfo, weil ich es noch nicht gesagt habe. So, wir wollten die Quest abgeben. Das machen wir. Kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? Das Fell ist auf jeden Fall weicher. Vielleicht mache ich mir daraus auch eine Decke für mein Bett. Ich will etwas für eure Mühen, nicht wahr, Natras? Moment, bedarf ich auch hier nicht weiter. Ihr habt mir sehr geholfen, dass ich mich noch um meine anderen Aufgaben kümmern konnte. Ich bin immer auf ein schlechteres Schild, das wird nicht besser. Kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? Dieser hier ist etwas zu zäh und der hier ist etwas zu zart. Na egal, die kommen ja alle in den Fleischwolf. Eine Prise frisches Fliegenaugen, eine Brocken klebriges Kriecherfleisch. Wirklich lecker, diese Kriecher. Ich werde ihn noch ein Weilchen brauchen, fürchte ich. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Die Waage reizen. Es wird ein Weilchen dauern, bevor das besondere Essen des Zubereits fertig sein wird. Was könnt ihr in der Zwischenzeit machen? Ah, ich weiß. Waage sind sehr jetzt zornige Bestien gegessen als normale Wölfe und sind immer noch stärker. Das bedeutet, dass sie leicht zornig werden, weil zornig macht Fehler. Die Logik funktioniert bestimmt. Und hört gut zu, geht nach außen. Geht auf die andere Seite von Nine Edith und du suchst die Wildnis entlang der Straße bei der feste Kirche nach Waagen. Tötet alle, die euch über den Weg laufen. Macht sie so richtig wütend, damit ihr Leid hier Hunger auf frisches Fleisch bekommt und sich hinauswagt. Besiegt Waage in Nine Edith. So, eine rechtmäßige Kohlung. Warum belästigt ihr? Wir werden sicherstellen, dass keines der Gelikte aus den Grabstätten der Menschen stammt, die in vergangener Zeit seit den Ruinen ums Leben kamen. Nur dann werden wir sie dazu verwenden, unser Volk zu nähren und zu kleiden. Soll sich herausstellen, dass sie aus den Gräbern geraubt wurden, werden sie den Gefallenen zu Ehren wieder begraben werden. Ihr habt euch tapfer und ehrenhaft bewiesen nach draußen und eure Hilfe wird von den Kleinen hochgeschätzt. Ja, die Statistiken sind schlechte. Rüstung ist es mir ehrlich gesagt nicht wert. Halbe Diebe, das ist sehr gute Funde in der Straße. Sie werden genug Nahrungsmittel für viele Familien in der feste Gurgel einbringen. Ihr entwickelt euch zum Brand vor Decklein. Als die Halbblüte damals aus dem Süden einfielen, sind ihnen so viele unserer Volks zu Opfer gefallen. Diese Erinnerung daran war die Schmerz. Seid versichert, dass ihr unseren großen Gefallen erwiesen habt. Kampf der Weisenhand. Was ist nur aus dieser Welt? Ah, die Halbblüte wollen sich also nicht davon machen. Wie dem auch sei, dank euch ist der Griff der Weisenhand auf jeden Fall lockerer geworden. Sie werden also keine Ärger mehr machen. Was ihr klein getan habt, wird nicht vergessen werden, Autos. Für dieses Vertrauen. Und hört mich an! Mein Bruder ist uns einig, dass ihr wahrhaftig vertrauenswürdig seid, Natras. Obwohl hier in Anunur viel zu tun gibt, möchte ich euch bitten, auszugehen. Dort gibt es noch andere meiner Sippe, die mit euch sprechen wollen. Wenn ihr an den Punkt, wo Nein Elit an Tal Galund grenzt, gen Norden schaut, seht ihr die feste Gurut, die Heimatstadt der Eklein. Es verirren sich nur selten Besucher dorthin, weshalb unser Volk euch nicht so herzlich empfangen wird, wie ihr es gewöhnt seid. Du lasst euch von den spröden Arten nicht abschrecken. Die Unsinnigen sind an Fremde nicht gewöhnt und doch benötigen sie Hilfe von Abenteurern, die bereit sind, bei Problemen zu helfen. Ich spreche mit Frederik, dem Ältesten, richtig vor den Taten, die ihn im Auftrag von Hulf Mulk und dessen Bruder Gadarik ausgeführt habt. Dann wird euch Frederik erklären, welche Bedrohung unser Volk gegenüber steht. Mit Frederik, dem Ältesten, an der Feste Rot. Ein ehrloses Volk hat der keine Infos zu. Was für ein furchtbarer Tag! Das ist wahrscheinlich der feste Guru, die man sein. Gut, dann haben wir jetzt hier noch die Waage. Alles andere ist dann weitere Quests. Da ich ja übrigens die beiden Scharmützel zwischengeschoben habe und die ja eigentlich noch zu
den Gebieten, Eglun, Auenland gehörten, aber im Auenland irgendwie haben wir eh noch Sachen offen. Was ich ganz schlimm, bei Reland haben wir keine Sachen mehr offen. Bis auf dann noch die zwei Scharmützel, die es dann noch bald gibt. Mach ich aber so, dass ich das Gebiet dann hier wechseln. Da werde ich dann auf jeden Fall noch die Distanz gemacht haben, da in der Ding und auch das Scharmützel ist eine. Und dann hier oben die Instanz in Bagamau. Das wäre dann später mehr. Und erst dann, wie ich die gemacht habe, wechseln wir in die Nordhöhlen. Toll, das sind uns zwei Waage. Also die gemetzelt und zwei fehlen immer noch. Problematisch. Kann der dauerweise in Respawn warten. Auch eine Option. Mann, es gibt sonst überall Waage. Nur halt da drüben, ne? Deshalb will ich es nicht reiten. Ja, ich überlege gerade, ob ich die Zwergenquests erst mache. Weil für den dummen Labgrau oder die ganze Zeit ist in Herzlau reiten, aber gut, das will halt alle Quests spenden. Ne? Und die Questkette stört halt. Dann kann ich mich nicht mal um den Osten kümmern. Das kann ich erst, wenn ich den Labgrau beendet habe. Ich weiß, Leute, ich cutte hier kurz und warte auf den Respawn für den Wagen. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt noch hier zu reiten, wo ich da jetzt gerade erstmal die Questkette beenden will. Wir haben sonst alles hier gemacht im Westen von den anderen Landen. Bis auf die Taten noch. Ey, ich sei, dass es jetzt an den Wagen scheidet. Oh Leute, ich warte kurz ab, bis hier zwei noch spawnen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da haben wir schon. Ich muss gar nicht so lange warten. So, dann sind zwei schon noch aufgetaucht. Blöderweise habe ich mir jetzt gerade wohl jemand annehmen. Die Waage geklaut. Oh ne, der ist schon wieder anstreichend. Okay, der macht den Klauschen. Da du du. Oh nein. Da sind sie wieder. Da sind sie wieder, die Goldzelle. Erst ein paar Folgen, vor ein paar Folgen haben wir uns mit ihm aufgeregt. Mr. Lutrogold, 3000 from $20 plus 50 plus bonus items. Scrolls, Sawboards, Shards, etc. Plus VIP, PayPal, Reviews, for buying on nickname, website. Thank you.
So, ciao. Okay. Wie unhöflich. Deine städtische Anzeige erlegt. Ihr habt ein Talent dafür, das ist mal sicher. Ich denke, ich bin jetzt auch meine Kochen fertig. Vielleicht noch nicht ganz, aber ich weiß, dass ihr Leid hier herauslocken wird. Vielleicht auch mehrere und dann natürlich sie, soll die Straße verreisen, wie es jetzt wird und wir wieder mehr Gäste empfangen. Bessere Haltung. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Das Rudel. Wenn ihr diese letzte Aufgabe erfüllt habt, werden die Waage für die Reisen auf der großen Oststraße endlich keine Gefahr mehr darstellen. Auf der Straße zwischen Nein Elite gibt es einen Wegweiser. Nahe dieser Stelle schlängen sich ein Weg in Richtung Süden. Natürlich ist das nötig für diesen Standort hier. Wenn ihr diesen Weg folgt, der südwestlich ein Weg talabwärts wird, wenn ihr einen großen Felsen, der wieder ein unter Tisch und ein flacher Teil einer Ruine anmutet, bringt meinen Haferschleim zu dem Tisch und gießt etwas davon auf den Stein. Ich bin mir sicher, dass das Leid hier sofort ankommt und das Süppchen für ein verdammtes Festmahl halten wird. Kommt hierher zurück, sobald ihr die Kreatur erschlagen habt. Lockt Schattenfote an und besiegt ihn. Und wir müssen uns beeilen, der Zwerg hat dieselbe Questkette wie ich. Ich muss schneller sein, das ja. Wölfe klatschen 1 von X. Nice. Offline existiert nicht. Ein Boot. Ein BOT. Ah, da sind sie wieder. Respawn ist erfolgt. Und nochmal. Da ist er, ein Signaturwag. Guten Tag. Genialien, Beleriande! Smart, deine Rudel hilft dir nicht mal. Richtige Julie Bears seid ihr. Ja. Was manche Leute es geschafft. Ich denke, diese Waage werden uns die Schwärmer belegen, ob sie jemanden angreifen. Jetzt, wo ihr Leid hier tot ist, werden der verlassene Herberg als Helden gefeiert werden. Ihr werdet schon sehen. Ich bin euch etwas schuldig. Ich nehme dieses Dank für eure Mühen. So, wir haben es hier erledigt. Alter, mit Christoph. Gut, das hätten wir jetzt. Können wir zu den Zwerg als nächstes? Die Quest
sehr wenig, finde ich gut. Läuft bei uns. Große Probleme können wir auch bald angehen. Letzte Quest in Breda. So, hier ist wieder ein Höhlensystem. Ich stehe euch zu Dienst. Nur falsch gesandt, guter Mann. Ja, es stimmt, die beiden in der Höhle stammen aus dem Westen. Ich selbst bin von langer Zeit hergekommen, um mit ihr klein zu leben, aber mein Pflichtgefühl hat mich nicht hergeführt, dass ich mein Vetter bei ihrer Suche helfe. Hund hat gut daran getan, euch zu mir zu schicken. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind nur nicht ganz darüber im Klaren, was es ist. Mythische Zwerge. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Manchmal denke ich, hätte die Berge und das Heim meiner Vorfahren nie verlassen sollen. Aber ich war auf Abenteuer aus. Nach vielen Jahren der Suche, in denen ich mich verlor, bin ich bei den Kleinen gelandet, wo ich endlich zu mir gefunden habe. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile hier und gehöre zu ihnen. Leider sind noch Reste meiner Herkunft in mir, die in solchen Zeiten wieder hochkommen. Ich habe gehört, dass Zwerge gemeinsam mit Orks die Gräber und den Tanolbe-Ruinen im Süden plündern. Ich möchte wissen, welche Art von Zwerg einen Ork neben sich tolerieren und sogar mit ihm zusammenarbeiten würde. Geht zum Tarnobel und bringt mir eins ihrer Banner. Sammelt ein Zwergenbanner. Gut, wir gehen aber erstmal rein. In Iovias. Eine kleine Instanz. Also ein Dungeon, wie es nennen wird. Logi, Ork-Zwerge. Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Ratko Flinksilber ist, der da draußen steht, ist kein Mitglied der Langbärte. Der ist auch kein Mitglied der Grimhans. Ich weiß, dass er ein Zwerg ist, noch, dass er ein Ehrenhafter. Er mag das Land seiner Familie verlassen haben, aber er weiß noch, dass er vor allem anderen ein Zwerg ist. Die Grimhans können nicht mehr Teil des großen Zwergenkönigs angesehen werden, da sie bereits so tief gesunken sind, völlig kampflos und nah bei den Orks zu leben. Zum Grund bitte ich euch um Hilfe. Besiegt die Grimhans und die Orks in diese Ruine und kehrt zu mir zurück. Ich teile es in Ionias, besiegt Grimhans Zwerge in Ionias. Gibt Rufe Tor ins Halle, ihr seht's. Man kann sich die Rufe hier langsam zusammencryen und Augenzolle. Bitte schenkt mir Gehör! Wir haben die Expedition Zwerge mit Orkwaffen. Wir haben die Expedition in den Osten verlassen, um zu erfahren, was die Grimhans hier in anderen Landen zu tun haben. Wir haben hier sowohl Orks als auch Zwerge gefunden, es gibt absolut nichts, was einen Zwerg willkommen heißt. Wir fürchten, dass die Orks und die Grimhans miteinander handeln. Ach nein, wir fürchten gar, dass sie miteinander arbeiten, einander mit Material, Werkzeugen und Waffen versorgen und wir wollen das all dem ein Ende setzen. Geht in die Ruinen unter uns und seht, ob ihr irgendwelche von Orks gefälligten Waffen bei den Krimmerns im westlichen Bereich entdeckt. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr welche findet. Da weiß ich, womit sie hier zu tun haben. Sammelt Orkwaffen. Werdet ihr mir helfen? Es liegt etwas in diesen Hallen. Es liegt bei diesen Wänden etwas von Wert. Ich kann es fühlen. Orks können dies vermutlich auch und die Grimhans wissen das selbstverständlich, aber scheinen mehr an den Ruinen im Norden und im Westen interessiert. Die Orks sind gut darin, Waffen und einfache Werkzeuge herzustellen, aber wenn mein Gefühl mich täuscht, benötigen sie speziell Werkzeuge. Ich werde es die Grimhans mit ihnen geben. Jagt die Orks und seht, was sie von den Grimhans erhalten. Kehrt mir zurück, wenn ihr die Beweise beharrt, was in den Meer zu dieser Ruine zwischen den Grimhans und Orks vor sich geht. Sammelt Zwergenpickel. Ja, die Grimhans treiben sich auch hier herum. Die kennen sie schon sehr gut. Was ist denn der gute Luin? Hier ist ein Schattenpack. Passiert. So, die drei Dungeon hier ist im Westen-Ost aufgeteilt. Ich glaube, im Osten sind die Orks. Kümmern uns im Westen die Orks, genau. Oh!
Beute Sack und wo wird die hin? Mifron-Feste. Oh. Alles klar, hier sind 1000 Kümmerns. Gehen wir erstmal wieder rein. Der Angel schlägt dir zu, ey. Ciao. So, jetzt seid ihr schon. Zwergenpickel und Tuggebox. Ja, der soll ja Spacka wieder besammen. Was ist denn hier schon wieder los mit dem Server? Ganz da ging's doch, ach. Bei der letzten Folge hat man da wieder Lex. Ah, kurz mal gewartet, alles schon spielen wir schon. So, machen wir jetzt zurück. Nämlich gleich Folgequest, dann brauche ich gar nicht schief laufen. Seid gegrüßt. Wie ich es mir dachte, stabil mit der feinen Schabenspitze, die notwendig ist, um neue Löcher in dicke Steine zu schlagen. Ochs würden lieber Schwerter und Äxte nutzen. Ich bin wirklich über die Nachrichten, aber es gibt auch ein Problem, das sich Kümmerns lange betroffen hat und das wir vermutlich hier und jetzt beenden können. Nur geht es um das Problem mit unseren unglücklichen Fetten kümmern. Ich möchte, dass ihr euch auf die Orks konzentriert und sicher geht, dass ihr jetzt hier in Ort nicht erreicht wird, wie es auch aussehen mag. Werdet ihr mir Ork unterbrochen. Ich würde wetten, dass es einen Anführer in Tiefen dieses Ortes gibt. Für mich einen größeren Ork, der sich in Nurin versteckt und aus der Dunkelheit heraus agiert. Ich habe die Orks schon öfter den Namen Knarraschkack erwähnt, oder? Warte mal. Knarraschkack, genau. Knascherak erwähnen hören. Vielleicht heißt du die Anführer. Du suchst die Ruinen, findest den vernichteten Anführer und kehrt dann zu mir zurück. Besieg Knascherak. Ich wusste es. Törichte Kümmerns. Wir sollten die Welt von ihnen allen befreien. Es muss einen Anführer geben, einen, der ihnen befiehlt, diese Dinge zu tun. Höchste Stufe der Tugend erreicht. Ich bin an der Straße schwer.
Schließe die Tatgeschichte Adam dann schwer ab. Nice. Eine von drei. Alle Quests, die nötig sind, so höchstwert erreicht. Da haben wir mit Anführungsvermögen weiter. Hallo? Ich kann kaum fassen, was ich sehe. Zwerge und Orks sind Feinde. Etwas derartiges hätte nie geschehen dürfen. Niemals. Insofern hat es in diesen langen Jahren so tief gefallen. Jetzt ist mir klar, dass die Anführer sein Ende finden muss. Kommt, bleibt einen Augenblick. Zwerg unterbrochen. Die Grimmans müssen aufgehalten werden und ich würde wetten, sie haben einen Anführer unter sich, der sie dazu bringt, um den Orks Geschäft zu machen. Ein Mistkerl, der aus dem Weg geräumt werden muss, damit die rechtschaffenden Zwerge nicht vor Scham den Kopf senken müssen. Dies ist meine Aufgabe für euch. Finde diesen Anführer. Er ist vermutlich eine versteckte Passage oder einem anderen Versteck. Tötet ihn und kehrt dann zu mir zurück. Ich denke, ihr sollt zuerst in der Juniorsheim suchen. Die Jugend dort wird ein perfektes Versteck für so einen Hund abgeben. Besiegt Anger Eisenbauch. Gut, bevor wir es machen, sammeln wir aber erstmal einen Zwergenbanner. Und da es mir zu viele Zwerge auf deiner Seite sind, reite ich dann lieber. Guck mal da. Unser Bärenfreund. Wir klauen mal kurz euer Banner, ne? Danke. Seid gegrüßt. Ich kenne dieses Wappen. Mein Vater hat mir vor einem Aufstand einen Kampf erzählt, der vor langer Zeit gegen einen Edelherrn in Glühen geführt wurde. Skorkrim, der Anführer der Grimhans, dem diese Wappen als gehörte, führte den Aufstand an. Die Grimhans fasste ins Verderben. Im Mund unterhalb der Berge auf den Anführer der Elben begraben, der sich selbst opferte, um Skorkrims Sieg zu vereiteln. Das ist das, was hätten wir im Intro jetzt ein bisschen besser hinbekommen. Wir haben es teilweise jetzt mitbekommen in den Erglun-Quests, ne, diese Sache. Aber wir kennen das Intro nicht und da wird es ein bisschen näher beschrieben. Deswegen habe ich ja gesagt, ich mache mal irgendwie noch ein Special, wo ich euch die, also eine Folge, eine Special-Folge, wo ich die beiden Intros von den Elben-Zwergen plus das Intro-Startgebiet von denen auch noch zeige. Wenn ihr selber nochmal Menschen Hobbits, da fährt man nochmal was über die Schwarzwolz, ne, diese Oberbande in Brieland. Genau. Kümmern wir uns gemeinsam mit den Orks. Das sind üble Nachrichten. Es gibt wohl keinen Zweifel, was getan werden muss. Ich grüße euch. Würdet ihr bitte die Pflicht eines Zwergs. Der Zwerg, der vor euch steht, gehört nicht zu denen, die Verrat dulden. Und ich weiß inzwischen, dass die Krimmans alle freien Völker gegangen haben. Zusammenarbeit mit Orks lässt meine Strafe zu. Ich kann nicht behaupten, dass mir die Situation gefällt, Natras, und ich werde nicht darüber hinwegsehen. Zwerge oder nicht, diese Krimmans haben eine gerechte Strafe verdient. Und es scheint mir der Richtige dafür zu sein, diese zu verschrecken. Ich möchte also um etwas bitten. Kehrt zum Tadobel zurück und nehmt im Namen der freien Völker Rache an den Krimmans. Wir sollten jedoch etwas Gutes aus dieser Situation herausschlagen. Bringt mir die Äxte der Krimmans, denn Metall hat nichts Böses an sich. Und sagen, Metall kann alles allen sehr nützlich sein. Sammelt Krimmans-Äxte. Feinde der Kleinen. Willkommen! Ihr kommt wahrlich zur rechten Zeit. Irgendwo in der mittleren Feste ist ein Zwerg, der die Arbeit der Krimmans überwacht. Obwohl die Krimmans gegen ihre Natur gehandelt haben, als sie mit Orks einließen, ist vielleicht noch nicht alle Hoffnung für sie verloren. Finde auf, der Krimmans und bezwingt ihn. Wenn er bezwungen ist, wird dies vielleicht seine Anhänger zur Vernunft bringen. Und sie könnten sich wieder zu ihrem dunklen Weg abwenden. Bringt mir Beweise für den Sieg über den Aufseher und ich werde euch für eure Verdienste für die Ekel einbelohnen. Der Aufseher wird gerissen und stark sein. Ihr solltet vorsichtig sein, wenn ihr ihn bezwingen wollt. Nehmt das Medaillon des Kimmern Aufsehers an euch. Gut. Mit Front ist hier. Wir könnten jetzt natürlich den Shortcut nehmen, aber ich reite lieber von außen heran. Das, glaube ich, ist da weniger Gegner. Es war, glaube ich, sehr beschissen hier, den Aufstieg. Ich könnte aber dadurch dann in die Ruinen kommen, wenn ich mich durchkämpfe. Dann haben wir da wenigstens einen Rundweg geschaffen. Gleichzeitig weiß ich aber gerade auch nicht mit dem Zugang. Vielleicht sollte ich doch einfach die kurzen Wege nehmen. Wisst ihr was, mache ich. Bevor ich jetzt hier lang suche, weil ich nicht mehr ganz genau, wo es hochging. Den. Ich nehme die Tür bei den Krimmans, wenn wir eh zu denen runter müssen. Hier weiß ich gerade nicht mehr genau. Ich glaube, da hoch muss man. Da wisst ihr was. Sind doch gleich da. Machen wir das doch so rum.
finden wir vielleicht die Tür, die ich vorhin gefunden habe, und dann können wir von da aus dann die anderen beiden bezwingen. Oben ist die Tür, Leute. Ich habe den Weg gefunden. Sagen, das kann nicht so gut aus, ein bisschen viele. Da hatte ich gerade den Haltern notwendig. Wurde kurz eng. Dank dem Trank habe ich aber überlebt. Weil bis meine Heilungskette steht und ich durchgehend Heilung bekomme, muss ich halt diese ganzen... das ist einfach ein Standard, man merkt schon. Ich mache einfach nichts anderes oder dieses Heilgramm mit, weil ich so halt am Leben bleibe. Und wenn ich dann die ganze Kette mache, kann ich auch sowas überleben. Wie ich es gerade versucht habe. Die Tür. Mach jetzt aber den schlauen Weg. Ich gehe jetzt hier rein. So, jetzt kann man Anführer, töte den und kann dann von da aus wieder hochgehen. Braucht dann auch den Anführer der Orks. Da war irgendwo da hinten. Dann können die nicht so nett. Alles Stress, ey. Weil es auch wieder anfuhr. Ja.
Gut. Jetzt können wir zurück. So, ja, sorry, ich war kurz wieder still, weil ich kurz im Chat ungelesen habe. War ich auch mal gespannt auf das legendäre Waffen-Ramp, was ab 13 kommt. Aber ich habe keine Ahnung. Also ich habe von den normalen legendären Waffen schon nie durchgeblickt, weil ich ja nie 100 oder so war. Gucken, wie das neu dann ist. Was wollt ihr? Ork und der Braum. Ork-Anführer sind keine leichten Gegner. Es ist gut zu wissen, dass sie so ein tüchtiger Abenteurer sein, Natras, wie ich von Anfang an dachte. Ihr habt diese Belohnung verdient, ebenso wie der Respekt dieses Zwergs durch den Respekt meiner Sippe. Wir sind Level 30. Neue Scharfschütze verfügbar. Ein paar Borgenkrauen. Die Barrenheil. Die beiden. Die beiden Priland-Scharmützel, die uns noch fehlen. Sehr gut. Matsche Aufgabe, Ziel Evendim. Bei den Metallgaben, den haben wir gut. Und eine neue Nachricht. So. Hallo. Ich spüre bereits, wie die Wut meines Körpers aufhört zu brodeln. Diese täuschen, die Kümmerts müssen in ihre Schranken gewiesen werden. Ich schippe genug, was sie mit Torrens Halle angestellt haben. Ich in aller Zwerg guten Rufes schulden euch auch unsere Dankbarkeit, Natras. Neben diesen wisst, dass ihr am heutigen Tag einen schwarzen Fleck aus der Welt geräumt und einen Freund gewonnen habt. Finde ich ja gut, dass es uns Ruf in Torrens Halle bringt, weil da sind wir noch sehr arm. Aber auch daran liegt, dass wir da erst Level 60 halt einen Ruf dann freischalten. Ich stehe euch zu Dienst. Ha, ein schönes Eisen, wie wahr. Nicht so ansehnlich wie andere Waffen, aber immer noch so von Zwergenhand und mit viel Sorgfalt gefertigt. Ich werde das Böse aus diesen Waffen herausschmelzen und sie in neue Waffenrüstung verwandeln, die wir dann verwenden können. Schämt euch nicht für das, was ihr getan habt, sondern seid stolz darauf, dass ihr auch einen Teil dazu getan habt, das Böse in Schach zu halten. Ich stehe euch und eure Familie zu Dienst. Daran getan, euch auszuwählen. Ihr seid eine gute und aufrechte Person. Obwohl es mich schmerzt, dass meine Brüder so tief gesunken sind, freut es mich, dass eurer Seite zu stehen, Atras. Ich habe mir erlaubt, aus dem Metall einige Äxte, die ihr eingesammelt habt, dieses wunderbare Stück zu spielen. Ihr könnt aber nach Belieben verfahren. Ihr habt es richtig verdient. Leider zu schlecht, alles. Zu den Kleinen. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Die Orks arbeiten mit den Kümmern zusammen. Das sind üble Nachrichten. Die Orks sind erst vor kurzem in dieses Land gestoßen und waren damit beschäftigt, in einer Ruine im Osten zu graben. Sie haben viele Kleinen getötet und noch eine der Ruinen übernommen, die einst uns gehörten. Könnte etwas sein, dass die Kümmern ihnen dabei behilflich waren? Na, das begibt euch bitte entlang der Straße nach Osten. Ein Stück die Straße hinunter werdet ihr die feste Geburt und den Anführer der Kleinen, Friedrich den Älteren, finden. Berichtet ihm von diesen Neuigkeiten. Ihr seht, es wird euch jetzt alle in die feste Geburt. Und dann machen wir dann auch nächste Folge weiter. Ja. Wir haben jetzt hier noch eine Ruine. Dann haben wir die Feste Kurut. Dann haben wir hier Harlock, das ist ein Sumpfgebiet, da haben wir auch noch Quests. Hier in Haragmar, Feste Kurut leiten uns quasi überall hin weiter und dann oben in Akamau die Finalen des Egeluins und dann weiß Egeluin genau, das haben wir Lande und dann sind wir sogar auch schon durch. Ey, krass. Aber gut, ich suchte gerade aus dem Mich rein in den letzten Folgen. Und dann ist Nordhöhen unser nächstes Ziel. Bei die Hauptquests uns natürlich, die Hauptquests müssen wir auch so lange machen, bis sie uns in Nordhöhen führt. Das ist auch mein Ziel.
Genau. Also Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.